Okay, wir sind jetzt live. Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Webinar, unserer Webinarreihe Zukunftsfähiger Finanzmarkt. Ganz kurz für den Zusammenhang. Die Webinarreihe findet im Zusammenhang mit unserer Finanzkampagne statt, also mit der von Fridays for Future. Ja, die Kampagne beschäftigt sich damit, wie Finanzströme Paris-konform werden können. Und besonders konzentrieren wir uns jetzt hierbei auf die Commerzbank, die die größte deutsche Kreditgeberin für fossile Energien ist. Ja, und wir haben Forderungen an Sie gestellt, nämlich kein Geld mehr in Kohle, Öl und Gas zu stecken. Für mehr Informationen über die Kampagne könnt ihr gerne auf unserer Webseite fridaysforfuture/Kohle-Commerzbank gucken. Ja, und da wir die Forderungen zusammen mit Urgewalt aufgestellt haben, dürfen die natürlich in dieser Webinarreihe auch nicht fehlen. Und damit würde ich auch gleich das Wort an Nicole und Katrin geben, die heute von Urgewalt hier sind. Ihr könnt auch gerne die ganze Zeit während des Webinars in Fragen in den Chat stellen oder ja, sonstige Sachen. Und da werden wir dann gegen Ende nochmal drauf eingehen. Ja, und dann würde ich euch das Wort geben. Okay, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten mit einer ganz kurzen Vorstellung. Mein Name ist Katrin Petz. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren bei Urgewalt. Habe angefangen, auch als Kohle noch gar nicht, also als man erst noch den Banken erklären musste, dass Kohle schlimm ist. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Habe mich eine lange Zeit auf die öffentliche Bank KfW fokussiert, genau, und bin jetzt hier im Campaigning angekommen und übergebe an Nicole. Ja, hallo, mein Name ist Nicole. Ich bin seit 1,5 Jahren circa bei Urgewalt, also noch gar nicht so lange und bin zu einer Zeit gekommen, da war die Kohle schon sehr verpönt und helfe deswegen ganz viel AktivistInnen und verschiedenen Fridays-Gruppen dabei, ihre Kampagnen gegen Banken und für einen gescheiten Kohleausschluss, auf die Beine zu stellen. Genau. Wir würden euch jetzt einen kleinen Input geben, so etwa eine halbe Stunde, und danach ist auf jeden Fall Zeit zum Fragen. Dann fange ich doch mal an, meine Folien zu teilen. Und ihr dürft mir gerne sagen, ob ihr das seht, auch Vollbild. Also ich kann es gut sehen. Perfekt. Okay. Dann fange ich mal an. Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Organisation dieser Webinarwoche und der ganzen Kampagne natürlich. Wir freuen uns hier, euch jetzt nochmal einen kurzen Hintergrund zu der Kampagne, aber auch der Arbeit von Urgewalt zu geben. Wir fangen an mit einem Zitat von Vandana Shiva, die gesagt hat, it is not an investment if it is destroying the planet. Also es ist keine Investition, wenn es den Planeten zerstört. Dieser Satz steht für uns stark im Kontrast zur Definition und Gebrauch des Wortes aus der Banken- und Unternehmenswelt, wo eine Investition immer vor allem danach beurteilt wird, ob sie Rendite bringt und ob sie schnell Rendite bringt. Vandana Shiva wurde 1952 in Indien geboren, ist Umweltaktivistin und vielfach ausgezeichnet für ihre Arbeit. Wir bei Urgewalt teilen die Worte von Vandana Shiva, also zu sagen, man muss genau drauf gucken, was ist eine Investition, was ist eine Finanzierung. Urgewalt ist eine Umwelt- und Menschenrechtsorganisation. Und ihr seht hier kurz unser Teamfoto. Wir sind sehr, sehr stark gewachsen, seitdem wir das letzte Mal zusammenkommen konnten. Hoffen, im Herbst auch nochmal ein neues Bild machen zu können, wo wir mal wieder zusammen sind. Genau, Urgewalt gibt es seit 1992. Und unser Ansatz ist dieser spezielle Follow the Money. Also wir gucken, wo Finanzierung von Banken und Investoren sozial oder ökologische bedenkliche Auswirkungen haben. Und wir möchten zum einen schädliche Projekte verhindern. Also das kann sowas sein wie, also vor allem in der Vergangenheit, dass wo ein Staudamm gebaut wird oder ein Kohlekraftwerk im Naturschutzgebiet und Leute vor Ort sich dagegen wehrten und irgendwann mitgekriegt haben, oh, da ist eine deutsche Bank hinter, die das finanziert. So sind wir dann schnell mit den Gruppen in Kontakt gekommen und haben dann bei den Banken vorgesprochen und haben gesagt, das ist eine bedenkliche Finanzierung. So haben wir auch einzelne Projekte schon verhindert, aber es geht uns eigentlich nicht darum, nur so brandaktuelle
so die Feuerwehr zu sein, wenn es schon brennt, sondern wir möchten oder kämpfen dafür, dass es starke Richtlinien gibt, dass diese Finanzierung erst überhaupt nicht zustande kommen und dass manchen Sektoren und Projekten auch von vornherein der Geldhahn abgedreht wird. Unser Augenmerk liegt oder unser Fokus liegt vor allem gerade auf Fossilen und dort vor allem auf Kohle und auf Rüstungsfinanzierung. Genau. Genau, und warum liegt der Fokus auf Kohle? Weil wir uns dem 1,5-Grad-Ziel alle verpflichtet haben mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens. Und das bedeutet nun mal auch, dass wir bis 2030 in EU- und OECD-Ländern aus der Kohle aussteigen müssen und bis 2040 im Rest der Welt. Das bedeutet auch, dass wir genau aus diesem Grund erst recht keine neuen Kohlekraftwerke mehr bauen dürfen. Aber es geht auch über die Kohle hinaus. Wir dürfen auch keine Expansion im Öl- und Gassektor vornehmen. Sprich, wir dürfen keine neuen Pipelines bauen. Wir dürfen keine neuen Öl- und Gasfelder erschließen. Denn all das würde uns über 1,5 Grad bringen. Ja, und das ist, wie es sein sollte, an was wir uns halten sollten, wenn wir die Klimakrise ernst nehmen. Was tatsächlich passiert, ist, dass weiterhin noch massiv expandiert wird. Ich habe jetzt hier nur eine Folie für die Kohleindustrie, das betrifft genauso auch die Öl- und Gasindustrie. Die Kohleindustrie plant weiterhin, unfassbar viele Kohlekraftwerke neu in die Welt zu stellen in 2021. Und das Schlimmste sind eigentlich die Kohlekraftwerke, die hier in den orangenen Ländern sind, weil das sind Länder, die noch überhaupt keine Kohleindustrie haben und die nicht abhängig sind von der Kohle. Und selbst die sollen, oder selbst da möchte die Kohleindustrie noch Kohlekraftwerke neu hinsetzen. In einem Zeitalter, wo wir eigentlich schon genau wissen, gut, wir müssen spätestens in 20 Jahren aus der Kohle aussteigen. Aber die Kohleindustrie selber hat das auch noch nicht so ganz begriffen. Die tun so, als gäbe es die Klimakrise nicht, als gäbe es das 1,5-Grad-Ziel nicht und als müssten sie nicht in 20 Jahren spätestens aus der Kohle aussteigen. Und das sehen wir auch daran, dass genau 23 von 934 Kohlekonzernen nur einen Kohleausstiegsplan haben in der gesamten Welt. Und da stellt sich natürlich dann berechtigterweise die Frage, was können wir denn da machen, wenn die Kohlekonzerne selbst nicht richtig einsehen, dass sie nicht 1,5 Grad kompatibel sind? Genau, was tun, wenn massiv ausgebaut wird, obwohl nicht ausgebaut werden darf, wenn massiv weitergeplant, also überhaupt kein Ausstieg formuliert wird, wenn ausgestiegen werden muss und so weiter. Wir sehen da drei Ansatzpunkte, die alle auch schon gegangen werden. Es gibt einmal die Politik, also das über die politische Schiene da immer mehr da sich einzusetzen, dass die Klimaziele da ambitionierter formuliert werden. Es gibt den Ansatz über die Unternehmen selber und es gibt den Ansatz über die Banken. Die Unternehmen selber ist so ein bisschen unsere Erfahrung, die werden sich erst ändern, wenn von rechts und von links, also jetzt hier in dem Diagramm, nicht politisch der Druck erhöht wird. Das heißt, wenn Politik Maßstäbe setzt, die Unternehmen mehr in die Schranken weist oder wenn die Banken auch darauf gucken, was die Unternehmen machen. Genau, und unser Ansatz, wie ich gesagt hatte, ist über die Banken, denn wir wollen der fossilen und zuallererst der Kohleindustrie den Geldhahn abdrehen. Und damit wir das schaffen, das ist also so, der Ansatz ist zu sagen, egal welches Kohlekraftwerk gebaut wird, welche Ölvorkommen noch erforscht werden sollen oder welches Unternehmen weiter irgendwie auf die Fossilen auch über 2030 hinaus setzt, all diese Unternehmen brauchen Geld. Geld, um neue Sachen zu machen, aber auch für ihren normalen Geschäftsbetrieb. Und dieses Geld haben sie einmal selber. Aber dieses Geld kriegen sie auch, müssen sie sich auch holen. Kannst du eine Folie weitermachen? Genau. Also wenn sie eine Finanzierung machen, ist immer ein gewisser Teil Eigenkapital, aber ein gewisser Teil auch Fremdkapital. Und das kriegen sie über Kredite oder die Ausgabe von neuen Anleihen oder Aktien. Und um zu verstehen, was das konkret heißt, würde ich da jetzt nochmal ein bisschen reingehen. Es gibt nämlich mehrere
Arten, wie sie sich das Geld holen. Und das eine ist ein Projektkredit. Das ist ein Kredit, was an ein Projekt gebunden ist. Das kann sowas sein wie zum Beispiel der Neubau eines Kohlekraftwerks oder einer neuen Pipeline oder so weiter. Und dafür wird das Projekt, also dafür wird, hier wird der Kredit durch das Projekt selber gesichert. Das heißt, es wird ganz konkret gefragt, so zum Beispiel, wir wollen hier Moorburg in Hamburg bauen. Wir brauchen dafür eine Finanzierung. Das machen auch oft, dass Firmen sich zusammentun und so ein Projekt haben. Ich glaube, Nord Stream ist da auch ein ganz gutes Beispiel für oder andere Pipelines. Und da werden die Banken ziemlich genau prüfen, weil das Projekt ist die Sicherheit dafür. Und es ist schwerer, diese Kredite zu kriegen. Die zweite Tür ist der Firmenkredit. Da fragen Unternehmen einfach ganz generell nach einem allgemeinen Kredit für ihr Geschäft. Und das kann irgendwie spezieller definiert sein, kann aber auch allgemeiner Firmenkredit sein. Die dritte Tür ist die Ausgabe von neuen Aktien oder neuen Anleihen, die auf den Markt gebracht werden. Dadurch kriegt das Unternehmen auch neues Geld, um wieder zu investieren. Und egal, welche Tür das Unternehmen wählt, um Geld von der Bank zu kriegen, um neues Geld zu beschaffen, es muss auf jeden Fall bei einer Bank anklopfen, also um den Kredit zu kriegen oder auch für die Emission von neuen Aktien und Anleihen, wie das dann auf dem Markt heißt. Und wir müssen da so genau reingucken, um auch Greenwashing zu verhindern. Zum Beispiel hatte die Commerzbank auf die Proteste jetzt von Fridays for Future am Freitag vor 2 Wochen reagiert mit, dass ich schon seit 2016 weltweit keine neuen Kohlekraftwerke und Minen mehr finanziere und eigentlich gar nicht so versteht, warum so viele Leute sich jetzt beschweren oder warum die Commerzbank in der Kritik steht. Und dass sie Mountain Top Removal, das ist eine ganz spezielle Form des Kohlebergbaus, auch schon lange ausschließen. Und wenn man da jetzt nochmal zurück zu den Türen geht, sieht man, dass das halt ein Greenwashing ist, was sie da sagen. Also sie stellen das sehr hinaus, aber ich kann jetzt nochmal 2 Folien vorgehen. Nein, noch weiter. Ja. Aber konkret heißt das eigentlich nur, dass das Projektkredit, also sie schließen ein Projektkredit für neue Kohlekraftwerke aus. Das geht nicht mehr. Also wenn ich als Firma zur Commerzbank gehe und sage, ich will hier ein neues Kohlekraftwerk vielleicht in Bangladesch bauen, ich brauche Geld dafür, dann sagt die Commerzbank, können wir nicht finanzieren. Und das machen übrigens alle deutschen Banken, also auch die Deutsche Bank und auch die Landesbanken schließen das seit etwa 2015 aus. Wenn aber die Firma einfach nur sagt, hier, ich baue zwar ein Kohlekraftwerk, also das würde sie bei dem Gespräch wahrscheinlich nicht sagen, aber sagt, hier, wir brauchen irgendwie Geld für Forschung und Entwicklung, können wir das bekommen, dann ist das immer noch möglich. Und so hat die Commerzbank zwar seit 2016 kein neues Kohlekraftwerk mehr direkt finanziert, sie hat aber 1,13 Milliarden Euro nach unseren Recherchen von 2016 bis 2019 in Firmen, also firmenfinanziert Kredite vergeben an Firmen, die noch neue Kohlekraftwerke bauen und planen. Das heißt, hier ist der Unterschied, der Teufel liegt im Detail, aber es dient auf jeden Fall ganz gut dem Greenwashing. Genauso wenig sind die Emissionen von Aktien und Anleihen für die Unternehmen ausgeschlossen. Genau. Sorry, jetzt habe ich angefangen zu reden, ohne mich zu unmuten. Genau, und eben weil Banken sehr kreativ sein können, wenn es darum geht, gute Kohleausschussrichtlinien zu verabschieden, die eigentlich wirklich gar nichts bewirken, so wie die der Commerzbank, haben wir uns 2017 einmal gedacht, okay, gut, wir definieren jetzt einfach mal, was eine gute Kohleausschussrichtlinie ist. Und das haben wir gemacht mit der Global Coal Exit List. Die Global Coal Exit List ist eine Datenbank, die wir aufgesetzt haben und jedes Jahr neu updaten, in der wir erstmal transparent machen, wer ist denn überhaupt die Kohleindustrie? Weil so klar ist das jetzt gar nicht unbedingt. Und das macht natürlich auch das schwierig zu bewerten, ist jetzt diese Kohleausschussrichtlinie von Bank A gut oder ist sie schlecht, wenn wir gar nicht wissen, wen sie ausschließen muss. Und man würde denken, es ist eigentlich relativ leicht zu sehen, ob eine Firma ein Kohlekonzern ist oder nicht. Aber, und es ist bei RWE zum Beispiel auch auf jeden Fall der Fall.
Aber bei Sunshine Energy zum Beispiel würde man denken, ach, die bauen jetzt nicht unbedingt ein Kohlekraftwerk in Australien, gerade in 2021. Genau das ist aber der Fall. Und das machen wir transparent in unserer Global Coal Exit List, wo wir zeigen, wer expandiert. Wie viel Kohle produziert eine Firma A eigentlich pro Jahr? Wie viel Kohle verstromt diese Firma? Und wie viel Umsatz macht sie auch von der Kohle? Und dann kommen wir auf genau 934 Unternehmen. Und damit stellen wir praktisch auch die Forderung auf, Banken und Investoren müssen 934 Unternehmen ausschließen und damit schließen sie die Kohleindustrie aus und finanzieren die Kohleindustrie nicht mehr. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Also es ist machbar und deswegen machen es auch schon einige. Die Allianz und die AXA zum Beispiel waren ganz vorne dabei, als es darum ging, gute Kohleausschlussrichtlinien abzuschließen, als wir die Global Coal Exit List zum ersten Mal aufgelegt haben, 2017. Und letztes Jahr zum Beispiel sind auch die Targo Bank und die Hypo Vereinsbank, also ja, mehr oder weniger deutsche Banken dazugekommen. Ich sage mehr oder weniger, weil beide Teile von einer großen Bank sind, die im Ausland sitzt. Deutsche Banken sehen wir hier leider noch nicht so ganz. Da arbeiten wir noch dran, mit euch zusammen ja auch. Aber dadurch, dass viele Banken mittlerweile wirklich gute Kohleausschlussrichtlinien verabschiedet haben, tut das natürlich auch den Kohlekonzernen weh. Denn umso weniger Banken bereit sind, Kohlekonzerne zu finanzieren, umso schwieriger ist es für Kohlekonzerne, Geld zu bekommen. Und das kann man sehr gut nachlesen in den Protokollen von Konferenzen der Kohlekonzerne, die alle so ein bisschen klingen wie Selbsthilfegruppen. Also hier haben wir zum Beispiel eins meiner Lieblingszitate von dem Vize-CEO von dem zweitgrößten indonesischen Kohlekonzern, Adaro. Und dieser Mensch hat gesagt, dass es immer schwieriger wird, eine Finanzierung für Kohlekraftwerksprojekte zu finden, da viele europäische Banken und Versicherer die Kohle jetzt ausschließen und die Japaner fangen jetzt auch schon an, das ihnen nachzumachen. Sprich, auf der einen Seite haben Kohlekonzerne massive Probleme, an Geld zu kommen. Und das führt wiederum dazu, dass sie anfangen, aggressives Grünwaschen zu betreiben. Und da ist RWE nun mal einfach eines der besten Beispiele, die es gibt. Ich meine, das muss ich euch eigentlich nicht erzählen. RWE ist die größte Dreckschleuder Europas. RWE will weiterhin Dörfer abbaggern, um Garzweiler 2, die Kohlemine, zu erweitern. RWE hat erst vor ein paar Wochen die Niederlande verklagt, weil die Niederlande bis 2030 aus der Kohle aussteigen möchten und RWE dort ein Kraftwerk stehen hat, was länger laufen soll. Aber laut der Website, laut der Startseite, verfolgt RWE wissenschaftlich fundierte Klimaziele. Ja, braucht man viel Kreativität, um das jetzt nachvollziehen zu können. Aber die deutschen Banken finden das nicht so tragisch, denn die deutschen Banken finanzieren RWE weiterhin. Die deutschen Banken sind so ein bisschen die Dinosaurier oder die Dampflokomotiven in der internationalen Bankenwelt, wenn es um Kohlefinanzierung geht. Und das hat unsere Partnerorganisation Reclaim Finance auch ganz schön dargestellt in ihrem Ampel-Ranking, wo sie sich praktisch anschauen, wie gut oder schlecht Kohlerichtlinien von verschiedenen Banken international sind. Und hier sehen wir sehr viel Grün. Sieht prinzipiell sehr gut aus. Das sind vor allem französische, aber auch eine italienische Bank, die allesamt mittlerweile sehr gute Kohleausschussrichtlinie haben. Die schließen die erste Tür aus, die gerade von euch gezeigt hat, sprich Projektkredite. Genauso schließen sie aber auch die zweite Tür aus, sprich Firmenkredite. Und das ist eigentlich genau das, was wir wollen und genau das, was wir brauchen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst meinen. Die deutschen Banken hingegen, ja, sind alle sehr rot und es sieht alles sehr trist aus hier. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit zu tun. Und das sehen wir natürlich auch in den dreckigen Finanzierungen, die sie regelmäßig an Kohlekonzerne geben. Von 2018 bis 2020 hat die Commerzbank alleine über 5 Milliarden Euro an die Kohleindustrie gegeben. Die Deutsche Bank noch mehr und selbst die Sparkassengruppe, die nette Bank von nebenan, hat über 1 Milliarde an die Kohleindustrie gegeben. Seit 2018, sprich seitdem der IPCC 1,5-Grad-Bericht rausgekommen ist. Und das kann ja nicht sein. Also es ist 2021, Banken haben eine massiv große Verantwortung dafür, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, beziehungsweise unter 1,5 Grad Erderhitzung bleiben.
Und dennoch finanzieren sie Kohlekonzerne in Milliardenhöhe. Und unsere Lösung dazu, oder eine der Lösungen dazu, ist, dass wir alle BanktivistInnen werden müssen. Denn Druck auf die Banken, also wenn wir Druck auf die Banken ausüben, dann können wir es schaffen, dass sie die Kohleindustrie ausschließen. Und genau, ich habe euch da auch zwei tolle Beispiele mitgebracht. Ich meine, ihr übt ja auch schon Druck auf die Banken aus, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Das macht ihr ja auch super. Und ein positives oder ein Beispiel, wo man sehen kann, dass der Druck wirklich funktioniert hat, ist die Deka Investment. Die ist Teil der Sparkassengruppe und die haben auf unseren Druck hin, auf Druck von AktivistInnen, eine Kohlerichtlinie verabschiedet, sprich ein Kohleausschluss. Der ist wahnsinnig schlecht, aber hätten wir keinen Druck ausgeübt, dann hätte es keinen Ausschluss gegeben. Also dann stände die Deka Investment noch schlechter da. Sprich, hier sehen wir, dass Druck auf jeden Fall etwas bewirkt, wenn auch nicht das direkt erfolgreich ist, aber oder nicht so erfolgreich, wie wir das wollen. Das heißt, wir halten den Druck hier auch aufrecht und wir lassen die Deka Investment, sprich Sparkassengruppe, nicht einfach so davonkommen. Aber wo der Druck in wesentlich weniger Zeit sehr erfolgreich war, war zum Beispiel in Österreich bei euren KollegInnen oder PartnerInnen von Fridays for Future, die sich im Corona-Sommer letztes Jahr gedacht haben, jetzt wäre doch eine gute Zeit, Österreich endgültig komplett kohlefrei zu machen. Österreich hat schon keine Kohlekraftwerke mehr, aber der österreichische Finanzsektor, der war massiv in die Kohle oder hat massiv die Kohleindustrie finanziert, dafür, dass Österreich so ein kleines Land ist. Und daraufhin haben sie angefangen zu protestieren, in den Medien wahnsinnig viele Artikel zu veröffentlichen und haben es innerhalb von weniger als einem Jahr geschafft, dass beide große österreichischen Banken Kohleausschlussrichtlinien veröffentlicht haben. Und damit haben sie praktisch den österreichischen Finanzplatz auch kohlefrei gemacht. Und das hat uns wirklich alle überrascht, dass das so schnell ging. Normalerweise bauen wir da wirklich dickere Bretter, die man nicht irgendwie in einem Dreivierteljahr bewegt, sondern wo das eher ein bisschen länger dauert. Aber ich meine, ist jetzt kein Geheimnis, dass ihr euch gerade die Commerzbank vornehmt. Und ich finde, eigentlich könnte man schon erwarten von der Commerzbank, dass auch sie jetzt vor der Klimakonferenz in Glasgow dieses Jahr, diesen November, endlich eine gescheite Kohleausschlussrichtlinie rausbringt. Denn letztendlich, wir haben 2021, es gibt nur einen Planeten und Banken müssen endlich ihre Verantwortung wahrnehmen, die sie haben, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir erstmal fertig mit unserem Vortrag und ihr dürft uns Fragen stellen. Ach so, und ich höre mal auf, meine Slides zu teilen hier. Okay, vielen Dank, so wirklich echt interessanter Input. Es gibt ein paar Fragen. Und die erste davon wäre, von wie vielen Finanzakteuren werden denn die Coal-Exit-Kriterien schon angewandt? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen. Also wir haben verschiedene Kriterien, nicht wahr? Und von einer Finanzinstitution werden alle verwendet, von der anderen wird nur eines dieser Kriterien verwendet, dann von der nächsten wird wieder nur ein anderes Kriterium verwendet. Aber also es sind auf jeden Fall über 70 Finanzinstitute, wenn nicht sogar wesentlich mehr, die schon Kriterien von der Global Coal Exit List verwenden. Und es multipliziert sich eben mittlerweile auch so sehr, also es sind Selbstläufer geworden. In den ersten 3 Jahren haben wir aktiv Finanzinstitute überreden müssen, dass sie Coal-Exit-Kriterien anwenden. Und mittlerweile erfahren wir teilweise gar nicht davon, wenn dann eine gute Kohlerichtlinie verwendet wird und sie unsere Kriterien verwenden. Okay, und so wie aufgeschlossen sind im Allgemeinen Banken zu den Kriterien? Ist da etwas, wo wir optimistisch sein können oder nicht so? Sonst, also bei denen die es noch nicht so sehr anwenden? Ja, ich glaube, das hat sich massiv geändert. Also ich glaube, 2006 haben wir noch über die Finanzierung von Kohlekraftwerken in Deutschland gesprochen.
2015 haben sie alle ausgeschlossen, wo das noch weit entfernt war, 2006. Und ich glaube, da ist schon, da ist ein neues Denken entstanden und jetzt wird immer noch versucht, wie wenig können sie machen, um trotzdem noch grün dazustehen. Und ich glaube, genau das darf man nicht gut durchgehen lassen. Und das, was Nicole erzählt hatte von der DK Investment, da hatte die DK Investment in der Woche was veröffentlicht. Und der Mitbewerber Union Investment ist in der gleichen Woche direkt dran vorbeigezogen und hat auch Kohleausschlüsse mit viel strengeren Richtlinien veröffentlicht. Bei beiden ist leider noch RWE drin, also es sind Investoren, das heißt, die halten Aktien und Anleihen. Die sind leider noch in RWE investiert, haben aber relativ viele andere Kohlefirmen rausgeschlossen. Das heißt, das ist so ein bisschen so die Frage, wen kriegen wir als erstes bewegt? Und das hat jetzt im Ausland besser geklappt irgendwie mit den französischen Banken und italienischen Banken oder mit der italienischen Bank oder Österreich. Aber dass sobald was passiert, wir das Gefühl haben, dass die anderen da sehr genau drauf gucken und sich dann mitbewegen oder dran vorbeiziehen. Also zum Beispiel unser Eindruck war, dass zum Beispiel die Allianz, also ist dieser deutsche Riesenversicherungskonzern, hat wahnsinnig viel Geld. Und der französische Konkurrent AXA, die haben immer so nebeneinander Schritte gemacht. AXA hat was veröffentlicht, daraufhin wieder Allianz und dann wieder AXA und wieder Allianz. Also, dass das schon einen Effekt hat. Okay, danke schön. Und so, ihr habt ja schon gesagt, dass es relativ überraschend war, wie schnell die Kampagne in Österreich erfolgreich war. Dazu die Frage, hat es euch, also wie sehr hat es euch überrascht, dass jetzt vielleicht ein klingt gerade ein bisschen komisch. Und wie optimistisch können wir da auch sein, dass das bei uns eventuell auch so gut und relativ schnell greift? Denn ja, das hat da ja wirklich gut geklappt. Also ich glaube, in Österreich hat das uns vor allem überrascht, weil wir davor noch nicht so eine reine AktivistInnen-Kampagne hatten. Also die Kampagne in Österreich war ja wirklich keine Kampagne von irgendeiner etablierten NGO, sondern es waren wirklich nur Fridays-AktivistInnen. Das heißt, es war ein bisschen schwer einzuschätzen, wie lange das dauern würde oder so, weil sich auch alle da neu reingearbeitet haben und sich das alle eigentlich selbst beigebracht haben. Und deswegen hatten wir da nicht so wirklich Erwartungen, jetzt wie lange das dauern würde. Also haben wir uns überhaupt nicht drüber Gedanken gemacht, sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir evaluieren halt immer wieder und schauen, machen wir Fortschritte oder nicht. Und dass es dann so schnell geklappt hat, liegt, glaube ich, daran, dass die österreichischen Banken das nicht erwartet hatten. Und dass wir da genau auch diese gleiche Dynamik hatten. Wir hatten zwei Banken, die eigentlich genau gleich sind. So ein bisschen wie Sparkasse und Volksbank, so die Hälfte der, ich weiß es nicht, aber viele sind bei der ersten Bank, viele sind bei der Raiffeisenbank und eigentlich sind es relativ ähnliche Banken. Und dann haben die sich auch so ein bisschen, es gab so eine Art Race to the Top und beide wollten eigentlich besser sein als die andere. Und das hat uns, glaube ich, auch in die Hände gespielt. Das war genau gleich wie bei AXA und Allianz eigentlich, dass beide halt einfach Konkurrentinnen sind und besser sein wollen als die andere. Und ich glaube, zur Commerzbank, Katrin, da kannst du eher was zu sagen. Wenn du möchtest. Ich glaube, ich habe da jetzt erstmal nichts anzufügen. Okay, dann wäre das jetzt auch noch die Frage, was das im Moment in Deutschland verhindert. Warum entsteht dieses Race nicht in Deutschland? Warum halten die gerade so sehr an der Kohlefinanzierung fest? Und was hindert sie daran, sich diesen Coal-Exit-Forderungen zu verpflichten? Also, Was uns auch oft vor die Füße geworfen ist, ist zu sagen, naja, Frankreich ist ein Atomland, die werden nicht aus der Kernenergie aussteigen, aber Kohle machen sie einfach. Und ich glaube, im Gegensatz dazu ist halt Deutschland ein Kohleland. Wir haben relativ viel Braunkohle, wir haben ein großes Kohleunternehmen. Und dass es sehr, sehr schwer ist, die auszuschließen. Also das ist so ein bisschen, das macht man nicht. Und deswegen fällt es, glaube ich, schwer, Kriterien zu formulieren, die RWE ausschließen werden, auch Uniper. Aber
Genau, also so ein bisschen, dass es da leichter ist, auch ausländische Firmen dann auszuschließen irgendwie so. Aber wir haben auch festgestellt, also man hatte das ja gesehen, der enorme Ausbau von Kohlekraftwerken in China. Das ist nicht ein chinesisches Problem. Da sind schon auch europäische und deutsche Banken dabei, die die Firmen finanzieren, die das tun. Das heißt, ich glaube, es fällt einfach noch schwer mit Ausschlüssen, also konkret auszuschließen, dass das ein Problem ist, sondern man versucht immer so ein bisschen hinzurechnen, schön zu rechnen, zu sagen, wir werden jetzt gucken, wie viel Emissionen unser Kreditportfolio haben und werden das dann über die nächsten 10 Jahre um 5% jährlich senken oder sowas. Also so eine Rechnung, wo dann irgendwie niemand mehr so richtig hinkommt, anstatt zu sagen, nee, wir können RWE gerade kein Geld geben. Es verklagt ein anderes Land dafür, dass die aus der Kohle aussteigen. Die machen massives Lobbying gegen den Klimaschutz. Und also für uns ist es so ein bisschen so, da müssen wir hinkommen, dass Investoren sagen, nee, das geht nicht. RWE, zieh die Klage zurück, sonst divestieren wir oder wir geben keine Kredite mehr. Und wenn du dich da massiv geändert hast, dann können wir wieder investieren. Und ich glaube aber, es ist so ein langsames Bewegen in die Richtung hin zum aktiven Engagement. Also man nennt das in der Finanzwelt Engagement, zu sagen, man ist mit den Unternehmen im Dialog und guckt auch auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen. Und es passiert da schon mehr kritische Stimmen aus der Finanzindustrie. Und sie sagen, ja, wir fangen doch gerade an mit dem Dialog. Und leider können wir immer nur sagen, ja, wir fangen zu 10 Jahre zu spät damit an. Also jetzt irgendwie zu sagen, ja, RWE transformiert sich und ist einer der größten erneuerbaren Anbieter in Europa. Ja, aber sie sind halt auch immer noch die größten in der Kohle und haben einfach ein falsches Geschäft verfolgt. Und da ist man halt wahnsinnig lieb noch in dem Sektor. Okay. Dann haben wir, glaube ich, auch noch eine letzte Frage. Und zwar, ob ihr noch irgendwas zu der Reaktion der Kohlekonzerne auf die Forderung sagen könnt. Gibt es da irgendwie eine Reaktion? Wisst ihr da was drüber? So spezifisch nicht. Was wir tatsächlich immer machen, ist, wir recherchieren diese Daten alle selber. Wir haben ein Rechercheteam, was sich nur damit beschäftigt, Jahresberichte von Kohlekonzernen sich durchzulesen und diese Daten rauszusuchen. Und wir bieten immer Kohlekonzernen an, dass sie dann, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, was natürlich passiert, wenn du 900 Unternehmen recherchierst, wenn wir was falsch gemacht haben oder wenn sie der Meinung sind, nee, das muss anders sein, wir sind gar nicht so schlimm, dann können sie uns schreiben und sobald sie uns Beweise liefern, die wirklich glaubhaft sind, die wir auch nachvollziehen können, dann ändern wir das auch gerne. Und ja, da kriegen wir immer mal wieder so ein paar entrüstete Nachrichten von wegen, warum sind wir denn jetzt auf der Global Coal Exit List? Warum? Wir sind doch gar nicht so schlimm, wir haben doch gar nicht so viel Kohle. Also, weil letztendlich, wenn sie auf der Global Coal Exit List landen, heißt das, dass sie automatisch weniger Möglichkeiten haben, an Geld ranzukommen, weil sie dann automatisch in den Ausschlüssen von einigen Finanzinstituten oder weil sie dann automatisch von einigen Finanzinstituten ausgeschlossen werden und kein Geld mehr von denen bekommen können. Sprich, toll finden die das nicht, wenn wir die da draufsetzen. Und wir reden natürlich auch mit den Kohlekonzernen. Also wir treffen uns, das ist vielleicht nochmal ganz spannend, also wir treffen uns immer mal wieder mit Konzernen und lassen uns auch deren Standpunkt erklären. Einfach, weil es auch mal ganz spannend ist, mal von denen das zu hören. Und natürlich sind sie der Meinung, dass sie besser sind, als wir sie einschätzen. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Und es ist noch eine Frage zugekommen. Und zwar, gibt es irgendwie so große, also was sind so die größten Erfolge von Urgewalt bisher? Könnt ihr darüber nochmal irgendwas sagen? Das ist immer schwer zu sagen. Es gibt ein Atomkraftwerk, was nicht gebaut worden ist, das Belene in Weißrussland, weil da relativ viel Kampagne zu gemacht worden ist oder gegen gemacht worden ist und die Finanzierer auch irgendwann alle abgesprungen sind. Wir arbeiten oft so ein bisschen im Konzert mit anderen Organisationen zusammen, deswegen kann man am Ende gar nicht mehr so richtig sagen, warum was verhindert worden ist. Aber so unser ein großer Erfolg in den letzten Jahren war, glaube ich, wir haben den Kohleausstieg des norwegischen Pensionsfonds begleitet. Die haben 2015 angekündigt, sie werden aus der Kohle aussteigen. Und das Problem ist bei der Finanzwelt, es ist immer sehr intransparent. Also zu sehen, wer von Banken Geld kriegt oder welche Konzerne
die Banken finanzieren. Das ist eigentlich kaum möglich, sondern wir müssen da immer sehr komplizierte Finanzrecherchen in Auftrag kriegen und haben immer so ein kleines Bild dessen. Also so diese Zahlen können uns nur in eine Richtung leiten. Und der norwegische Pensionsfonds im Gegensatz, der hat seine Investment, also wo er rein investiert wird, sind sehr transparent auf der Webseite. Man kann immer sehen, wo er Aktien hält. Und der norwegische Pensionsfonds ist einer der größten Investoren weltweit. Und ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel das nicht BlackRock mit BlackRock, aber es gab so die Regel, der hat immer so 3% an fast jedem Unternehmen oder so, hat auf jeden Fall Einfluss. Und der hatte nun angekündigt, aus der Kohle auszusteigen. Und das hatte sich ein Team bei uns zum Auftrag genommen, zu sagen, ja, das kontrollieren wir mal, was deren Kohleausstieg eigentlich heißt. Also damit ist auch die Global Coal Exit Liste entstanden. Und haben dann die Firmen, also haben dann das alte Portfolio genommen und das neue dagegen und haben geguckt, welche Firmen rausgeflogen, also rausfliegen müssen. Und dann den Realitätscheck gemacht, wie viele Firmen rausgeflogen sind. Und das Ergebnis war, dass sie zwar, dass sie halt Kriterien formuliert hatten für ihren Kohleausstieg, der hieß, dass sie so kleine Bergbauunternehmen irgendwie fallen lassen, weil es immer 50% von deren Geschäft musste in Kohle sein, aber große, diverse Unternehmen sind drin geblieben und wurden dann auch noch mehr investiert, weil das Geld, was sie wo rausgezogen hatte, musste ja wo reingehen. Und sie hatten die Stromerzeugungsunternehmen überhaupt nicht mitgerechnet, weil es ging immer nur um Gewinne aus der Kohle. Und wenn du, genau wie RWE jetzt irgendwie Kohle produzierst und den Strom verkaufst, hast du nicht den Gewinn aus der Kohle, sondern aus der Strom. Also verkaufst du ja Strom und nicht Kohle. Also es waren so kleine Details, die aber dazu geführt haben, dass dieser Kohleausstieg des norwegischen Pensionsfonds eigentlich gar nicht so richtig gut war. Und da folgte drauf relativ lange Kampagnen und das hat sich immer wieder weiter nachgebessert, sodass er eigentlich jetzt einen relativ guten Kohleausschluss hat und seit neuestem auch RWE nicht mehr, also nicht mehr in RWE investiert ist. Und das würde ich sagen, ist schon einer der großen Erfolge, Nicole, ne? Ja. Ja, danke schön. Dann gibt es auch keine weiteren Fragen mehr. Dann vielen Dank an euch beiden, es war wirklich interessant. Also ich fand es echt wahnsinnig interessant, so was ihr jetzt erzählt habt. Nochmal für alle Zuschauenden, es gibt heute Abend noch um 20 Uhr ein Webinar auf Englisch zu den Grundlagen von Finanzkampagnen. Und dann wird es morgen auch noch einmal um 18 und um 20 Uhr werden sich jeweils die GLS-Bank und die Bank Tomorrow noch einmal hier vorstellen ein Webinar machen. Genau, schaltet auch gerne wieder dazu, sonst alle anderen Webinare könnt ihr auch gerne auf YouTube nochmal nachschauen, wenn ihr da irgendwie was verpasst habt, was euch interessiert. Da waren wirklich, wirklich interessante Sachen dabei. Genau, und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal und